Guten Morgen, Hamburg. Moin, moin. Grüß Gott. Ich sag sonst immer Moin und keiner reagiert. Und jetzt kriege ich mal was zurück, das ist schön. Ihr seid auch alles früh aufstehen. Ne? Okay, also ich habe heute mal was mitgebracht, was sich nicht reimt. Das habe ich erwartet. Lass die Finger von den Drogen, heißt es. Donnerstag, der 33.03.2000 irgendwas. Kurz nach vorgestern. So leicht. Ich lese ihn nochmal. Donnerstag, der 33.03.2000. Wir lassen das. Ich stehe am Hamburger Hauptbahnhof an Gleis 69 und warte auf den Intercity Express Richtung Köln. Es ist Karneval. Also in Köln. Hier in Hamburg ist alles feuchtfröhlich wie immer. Hier muss man sich nicht verkleiden, um lustig zu sein. Ich schaue mich um und habe so schon genug zu lachen. Neben mir sitzt ein 14-Jähriger im Schneidersitz auf dem Fußboden und spielt Blockflöte. Schabos wissen, wer der Babo ist, von meinem Mann gehört zu erkennen. Klangvoll hole ich Luft und schreie ihn an. Niemand mag dich! Ich reiße ihm seine Flasche Club Mate aus der Hand und füge hinzu. Die darfst du nicht mal trinken. Schämen solltest du dich, du kleiner Storch. Geh mal nach Hause und koch deiner Mutti was zu essen. Ich muss kurz blättern. Ich nehme Anlauf und will gerade in den Zug springen. Hab ja schließlich gerade einem kleinen Jungen quasi das Fläschchen geklaut. Das ist schon leicht kriminell. Als ich also gerade in Zeitlupe einen Jackie Chan Doppelsalto Hechtsprung in Richtung ICE-Tür mache, fängt der kleine Seppel auch noch an zu weinen. Mein Gewissen bremst mich aus und ich klatsche mit voller Wucht vor die sich gerade geschlossene Zugtür. Scheiße, denke ich, wäre ich mal kein Pädagoge geworden. Aua, tut mir jetzt die Nase weh. Das findet mich jemand ganz lustig, das ist klasse. Du bringst mich voll aus dem Konzept hier, mach mal weiter. Aua, tut mir jetzt die Nase weh. Die ist eh viel zu groß. Ich fange an, den Jungen zu beruhigen und will mit ihm das Nasenspiel spielen, doch er will mir seine nicht geben. Kinder sind so undankbar. Die Jugend halt, hat halt keine Ahnung. Nasalbanause. Ich vernahm, dass er immer noch weinte und lautstark schrie. Mittlerweile waren wir umzingelt von einer Horde schaulustiger älterer Menschen auf diesen Rentnerscootern, die ein Konzert aller Wildbunser Scherzbuben auf den Hupen ihrer mächtigen YOLO-Swag-Rentner-Rollos spielten. Ich schnappte mir des Jungs Blockflöte und stieg ein. Nasal wohlgemerkt. Ja, Kevin, da staunst du was. Du wolltest ja nicht tauschen, flüsterte ich ihm zu. Ihn schien das nicht die Bohne zu interessieren, er schrie tapfer weiter. Seine hohe, meinzelmännchenartige Stimme vermischte sich mit den trötenden Schwingungen der taktfremden Seniorenbande, dazu meine Dubstep-artigen Künstler in der Nasenflöte. Das Ganze klang wie ein neumodischer Remix von Madonna's Like a Virgin. Ja, genau, euer Thema, ihr konservativen Kuppel, denke ich und klatsche mit den Händen auf der Brust einen Breakdown. Horst Kevins Geplärre wird intensiver und klingt fast nach Michael Jacksons berüchtigtem Iha! Ich wünsche mir seinen spontanen Stimmbruch herbei und biete ihm eine Zigarette an. Die Menge verstummt. Hat er dem Kind gerade eine Zigarette gegeben, flüstert Gertrude aus der ersten Reihe zu Udo. Udo trägt einen schwarzen Hut und Sonnenbrille. An irgendwen erinnert er mich. Ich unterbreche die beiden Quatschtanten und sage ermahnend zu ihnen, mit ganzen Nüssen macht man keine halben Sachen. Das ist keine Zigarette, sondern eine Wundertüte. Sie hat scheinbar magische Kräfte. Der Kleine ist auf einmal nicht mehr böse auf mich, sondern nimmt mich in den Arm. Edati, denke ich, und schubse ihn weg. Pass mal auf, Kleiner. Wenn du Freunde brauchst, tu dich mit der Rennergang zusammen. Da sterben alle paar Wochen ein paar, die brauchen Nachschub. Kevin grinst freudig und springt bei Udo auf den Schoß. Gemeinsam sprechen sie Schoßgebete. Dieser Charlotte Roche ist auch überall. Ich erzähle dem Kleinen von meiner Jugend und dass wir damals unseren ersten Samenerguss nachts auf Viva 2 hatten. Da ist sie schon wieder, diese Charlotte, raus aus meinem Kopf. Ich hoffe ängstlich, dass Sarah davon nichts mitbekommt. Die schwirrt auch öfter durch meinen Kopf auf einem Kutter mit einem N dazwischen. Doch diesmal ertönt keine Stimme aus dem Off. Die Sarah Kuttner ist eine super Synchronsprecherin. Kennt ihr die Rotkäppchen-Verschwörung? Ja!
Das ist nicht abgesprochen. Das ist auch. Bitte nicht nüchtern schauen. Okay, weiter im Text. Nachdem Udo und ich den Kevin zum Mann gemacht haben, Achtung, böswillige Menschen erkennen hier Zweideutigkeit. Wir haben ihn aufgeklärt und ihm gezeigt, wie man, wie der Kleine in seiner Jugendsprache sagt, Bitches klärt. Generation Newborn halt. Wir hatten damals wenigstens noch Rottenkomm, das uns abschreckt und vor dem Garten nicht unterwegs. Bevor der Pädagoge jetzt in mir komplett rauskommt und einen den Spaß verliert, rauchen wir noch etwas. Diesmal von Udos Opium. Denn nur Opium haut den Opium, also für Kevin und mich keine Gefahr. Dann spielen wir alle zusammen noch ein Konzert und sind heiter und fröhlich, bis eine 15-köpfige Polizeieinheit unseren Sitzkreis stürmt und alle niederknüppelt. Als ein Knüppel gerade in Richtung meines Gesichts fliegt, wache ich schweißgebadet auf. In der linken Hand habe ich eine Flasche Mate. Was ist passiert? Wo bin ich? War das alles nur ein Traum? Ich gehe zum Badezimmerspiegel und sehe einen Hipster. Das kommt von der vielen Mate, denke ich, und mache mir nichts draus. Bin bestimmt im Schanzenviertel in der WG von irgendeinem Kumpel. Krasser Traum, aber nun ist alles gut. Ich hole mein hippes iPhone aus der Tasche und frage die HVV-App, wie ich nach Hause komme. Standortsucher. Ich bin in Billstedt, schweißgebadet, wache ich schreibe in einem Kopf auf. Ist das der Ausgleich für meinen anstrengenden Job? Ein bisschen Hirngeficke oder habe ich gestern einfach wieder zu viel gefeiert? Ich sollte kürzer treten, denke ich. Es klingelt an der Haustür. Ein kleiner 14-jähriger Junge steht dort in einem Udo Lindenberg-Kostüm und brüllt mich an. Süßes, sonst gibt's Saures! Ein Glück, kein Karneval. Ich drücke ihm eine Mate in die Hand und sage, lass die Finger von den Drogen und schließe die Tür.